Wir waren vergangenes Wochenende in Prag auf einer Konferenz. Letztes Jahr waren wir auch schon auf dieser Konferenz und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es doch cool, wenn ich es mal schaffen würde, zu Prusa in die Werksrundführung zu gehen. Das war letztes Jahr ein bisschen knapp und dieses Jahr sind wir extra einen Tag früher gefahren, dass ich freitags nochmal um 10 Uhr morgens die Werkgrundführung mitmachen kann. Es hat also alles wunderbar geklappt. Und in diesem Video möchte ich euch ein paar Eindrücke von dieser Werkgrundführung mal mitteilen und zeigen. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de. Ihr seht schon, ich bin hier im Büro in Frankfurt. Das heißt aber, wenn ihr das seht, bin ich gerade auf dem Weg nach Hamburg, beziehungsweise Weg wahrscheinlich schon unter dem Messer. Das heißt, ich werde in Hamburg operiert und ich wollte euch aber vorher noch mal ein paar Eindrücke mitteilen. Und ich muss sagen, die Werksrundführung war schon echt lustig. Also man kommt in das Werk rein, das ist ein ganz unscheinbares Gebäude mitten irgendwo in Prag. Und das Erste, was man drin sieht, sind jede Menge Drucker. Also wirklich von dem Prusa-Mendel-Drucker bis zum MK4 steht da alles an der Wand. Auf so einem eigenen Regal, was dann in die Wand eingelassen ist. Das ist schon ganz cool. Und dann geht man um die Ecke zur Anmeldung, zur Rezeption. Und da steht alles voll mit Druckern, die auch gerade drucken. Also jetzt nicht irgendwie jetzt, was weiß ich, für die Drucker irgendwas in der Druck haben, sondern die drucken irgendwelche Show-Objekte. Also ein paar, was ist, Figuren, ein paar Skulpturen und sowas in Richtung, was die drucken, was die wahrscheinlich dann später mit auf die Messe nehmen. Und man kommt da rein und hat überall Material rumliegen, überall Pakete noch, die wahrscheinlich zurückkommen oder sowas in Richtung, die abgearbeitet werden. Und das sieht schon richtig lustig aus und da geht einem das Herz auf. Wenn man geradeaus durchguckt, sieht man auch, da ist dann diese Schule, wo den Leuten quasi das Thema 3D-Druck ein bisschen näher gebracht wird, also die ganzen Schulbänke und alles drum und dran. Da wird auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, der Podcast aufgenommen. Und als die Werkführung begonnen hat, haben wir dann auch gleich neben diesem Schulraum sozusagen einen kleinen Exkurs genommen, wo wir dann in den Makerspace gegangen sind. Und das fand ich sehr interessant, was sie da gezeigt haben. Die haben dann wirklich alle möglichen Drucker erstmal zusammengebaut und getestet, bevor sie das Ganze wirklich in die Produktion gehen. Und was mich sehr beeindruckt hat, dass dort erst einmal in-house alles Mögliche an Hardware teilen. Also sei es auch drum, dass es so ein, das ist ein Kühlgerippe für zum Beispiel mal das Mini-Hotend, für das Prusa Mini-Hotend. Das wird erstmal in-house komplett selbst gefräst und hergestellt, um zu gucken, ob das dann auch wirklich passt, dass der Prototyp hergestellt wird. Und dann überlegt man sich im Nachgang, wie das Ganze dann in Massenfertigung zu einem Kooperationspartner geht, mit dem man wirklich auch ordentlich zusammenarbeiten kann. Und das finde ich ist schon mal eine Sache, wo ich sage, finde ich ganz cool, weil so macht man es eigentlich und das hat mich beeindruckt, weil ich es vorher auch erstmal nicht gewusst habe, aber ich drüber nachdenke, ist es eigentlich auch Logik, ja. Aber sie versuchen auch, haben sie gesagt, so viel es nur geht, irgendwie in-house zu machen. Das heißt also, dass sie so wenig wie möglich auslagern und ihre Designs, ich meine, bei Prusa Mini hat man schon gesehen, jetzt beim MK4 auch, dass dort am Hotend viel Eigendesign dran ist und dass dort sehr viele Designs, aber das Ganze auch so Open Source machen, dass man dort auch mit anderen Herstellern schnell kooperieren kann. Das finde ich ziemlich beeindruckend und das wurde da quasi gezeigt. Die haben dann wirklich so ein, zwei Räumchen. Das durften wir leider jetzt nicht so filmen, weil da Leute drin rumgerannt sind. Ansonsten waren sie sehr offen. Oder mal ein, zwei Räume, wo alles mögliche an Werkzeug drin gestanden hat. Ein Drehschleifer und eine Fräse und alles drum und dran, was man da sehen konnte. Das war schon ganz cool. Und die drucken dann halt auch entsprechend alles mögliche für die Prototypen und für die eigenen Drucker natürlich in-house. Dann sind wir zurückgegangen nochmal über die Eingangshalle, haben da nochmal ein paar Erklärungen zu den Druckern, die in der Eingangshalle gestanden haben, bekommen. Also was ist der erste Drucker, warum, was, wie, wo wurde verkauft. Und momentan sind sie halt wirklich drauf versteift, den MK4, den Prusa XL und die MMU3 rauszuhauen, dass dort die Bestellungen, so gut es geht, rausgeht. Momentan gehen irgendwas über 1000 Bestellungen pro Tag, wenn ich es nicht verstanden habe, raus. Und dann sind wir von dort aus erstmal in die erste Etage gegangen. Und da war auch schon gleich so ein lustiges, naja, so ein lustiges Ereignis. Er hat nämlich gesagt, okay, pass auf, bevor er durch die Tür nicht geht, nicht, dass er von dem Teil zerquetscht werdet. Wir haben alle so ein Badge bekommen, so ein Visitor-Badge mit so einer Karte, wo wir dann auch entsprechend durch die Sicherheitsschleuse durchgehen konnten. Er hat immer so gesagt, ey, lass dich von dem Teil nicht fressen. Also immer so ein bisschen auf Spaß gemacht. Das war schon ganz lustig. Er hat die ganze Führung auch schon relativ gut aufgerundet. Und so war im Prinzip auch die ganze Tour. Also er hat immer versucht, ein bisschen das Ganze aufzulockern. Es war also jetzt nicht so eine strikte Tour, okay, wir gehen durch oder los, wie ich es schon bei Audi und bei anderen Herstellern erlebt habe, dass das Ganze halt relativ trocken ist. Das war schon sehr lustig, muss man sagen.
Und das Erste, was wir uns angeguckt haben, war natürlich von außen. Wir durften leider nicht rein, war die Filamentproduktion. Das heißt, da war eine geschlossene Tür. Da durften wir auch nicht filmen, weil da war entsprechend die Tür zu. Und da hat auch ein großes Schild gehangen, keine Kamera, weil die da drin natürlich auch Sachen haben bei der Produktion, die nicht gefilmt oder nicht nach außen kommen sollen. Also geheime Rezeptur war immer die Rede davon. Aber ich muss sagen, so die Maschinen, die man sehen konnte, ist halt das Übliche, was man so sieht. Wenn ihr Interesse habt, dass wir mal sowas im Prinzip aus der Nähe betrachten und dass wir dann mal vielleicht nochmal ein Video dazu machen, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ich kann mal gucken, ob ich bei dem einen oder anderen Hersteller vielleicht mal eine Anfrage irgendwie genehmigt bekomme, dass wir da mal eine Tour machen, wie sowas dann produziert wird. Dann sind wir nochmal ein Stockwerk höher gegangen und da wurde es dann wirklich interessant. Da gab es nämlich erstens die Endmontage von den Druckern und zum anderen aber auch die Produktion von den Druckteilen. Das heißt also, das ist eine Etage über der Filamentproduktion, wo dann die Teile für den MK4, für den Prusa XL und natürlich auch die MK4 alle zusammengebaut werden, die Prusa XL alle zusammengebaut werden oder beziehungsweise die Kits erstmal soweit bestückt werden, dass da alles mit dabei ist. Und das haben wir uns auch als erstes angeguckt. Die haben auch verschiedene Teststationen, wo sie die einzelnen Komponenten nochmal testen können. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie nochmal wirklich für jede Komponente, also Display, auch vom MK3, vom MK4 und wirklich die Hauptkomponenten einfach mal draufstecken können, um das zu testen, ob denn da auch wirklich alles ordentlich ist. Und dann sind wir mal rübergegangen und haben gesehen, okay, an der nächsten Station werden dann die fertig zusammengebauten Drucker einmal komplett durchgetestet. Da hat man noch gesehen, die drucken gerade diesen Schlüsselhalter quasi auf die Druckplatte drauf. Wir mussten immer aufpassen, also es kann sein, dass ich die eine oder andere Aufnahme ein bisschen verkürzen muss oder Leute verpixeln muss. Das ist deswegen, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen bitte nicht, dass die Mitarbeiter gefilmt werden, weil das ist aus Datenschutzgründen, wollen sie das halt entsprechend verhindern, was vollkommen in Ordnung ist, was ich auch total verstehe. Deswegen, wenn die eine oder andere Aufnahme ein bisschen kürzer ist, dann ist es deswegen, weil ich die Leute dann nicht mehr rausschneiden konnte, weil es einfach sonst keinen Sinn gemacht hätte, überhaupt die Aufnahme zu zeigen. Aber man konnte sehen, dass dort die Drucker entweder gerade die Schlüsselanhänger drucken oder fertig sind und dann rennt da einer rum und zieht die USB-Sticks raus und aber ja, es ist bereitet die nächsten Drucker vor und. Dahinter war dann die Montage von den Druckern, also für die Assembled-Drucker und natürlich auch so ein Riesenregal mit den ganzen Bauteilen, also mit den gedruckten Bauteilen, mit den ganzen Schrauben und, was die dort auch um den Drucker zusammenzubauen. Die Kits waren noch, glaube ich, auf der anderen Seite, die haben wir jetzt so direkt nicht gesehen. Das fand ich aber auch erstmal so an sich nicht interessant, weil man nicht sieht, wie die das Ganze zusammenbauen. Und die bauen das auch ganz einfach zusammen, indem sie sagen, okay, die erste Station wird quasi der Rahmen für das Druckbett zusammengebaut, dann geht es weiter zur nächsten. Also wirklich Fließbandarbeit, so wie es bei den großen Autoherstellern auch ist. Und dann geht das so Stück für Stück weiter und man schiebt die immer fertiger werdenden Drucker immer eine Stufe weiter, um das Ganze zusammenzubauen. Und am Schluss stehen die fertigen Drucker halt da, werden noch einmal komplett durchgetestet, damit die auch wirklich einwandfrei funktionieren. Und dann gab es noch eine lustige Aktion, die hatten wir versucht, bestimmte Mechanismen oder bestimmte Bewegungsabläufe zu automatisieren mit Robotern. Da hat man noch gesehen, da hat ein Roboter in so einem Käfig gestanden, so wie es sich gehört. Und diese Roboter, die haben es aber gemerkt, okay, das funktioniert so nicht, weil die Menschen dann doch noch besser arbeiten, was ich auch ziemlich cool finde, weil ich persönlich weiß, dass man auch durch Automation sehr, sehr viele Arbeitsplätze entsprechend loswerden kann. Das muss nicht unbedingt sein. Und das Lustige war, als er gesagt hat, okay, wir haben der Hauptaufgabe von dem Roboter mittlerweile bei den vielen Partys, die wir ja sonst so machen, dass wir dann entsprechend damit dann Getränke ausschenken. Das ist so die Hauptaufgabe des Roboters mittlerweile. Und da mussten wir echt alle lachen, weil das stelle ich mir gerade vor, wie die dann da in der Fabrik entsprechend eine Runde Party machen und dann vom Roboter bedient werden. Das finde ich schon ganz cool, dass sie da überhaupt so auf die Art und Weise überhaupt arbeiten und auch von lustig drauf sind. Das spricht für die Tschechen, sage ich mal so. Der nächste Schritt war dann in die, ich sag mal, Druckerfarm. Ja, da kommt man rein und man sieht schon einen riesig langen Gang, wo dann die ganzen Drucker einer nach dem anderen im Regal steht. Auch die XL-Drucker, die für sich selbst diese Staubschutzteile drucken für die Profile, dass dort was reinkommt. Finde ich super. Das ist ursprünglich als Idee gewesen von Joseph, weil er gesagt hat, okay, er möchte, dass da noch ein bisschen mehr Orange dran ist. Grundsätzlich ist das Ganze aber als Staubschutz gedacht, dass sich da nicht so viel Dreck in den Profilen ablagert. Das würde ich mir beim MK4 zum Teil auch wünschen oder beim MK3, da werde ich noch was drucken, denn da sammelt sich echt viel Dreck drin, das werde ich auch beim Voron noch mal einbauen.
das in den Schnitzen von den Profilen, das ist halt nervig und da kann man noch mal ein bisschen farblich irgendwelche Akzente setzen. Und es ist schon, wenn man dort steht, wenn man sieht immer die Bilder, aber wenn man dort steht und diese Drucker sieht und diese Drucker alle arbeiten, dann merkt man erstmal, wie beeindruckend das ist und wie clever vor allen Dingen das ist, denn die Drucker drucken die Teile für die Drucker, die dann später verkauft werden oder an euch rausgesendet werden. Und damit hat man zum einen einen Test, einen Beta-Test, einen ziemlich ausführlichen Beta-Test und zum anderen aber auch eine Teileproduktion, mit der man dann gleichzeitig die Drucker produziert, die man dann verkauft. Das ist schon ziemlich cool von der Idee hin und man sieht auch an den Druckern, zum Beispiel mal waren kleine Badges, wo man dann drauf schreibt, okay, wann war die letzte Wartung? Man sieht unten nochmal eine Reihe mit Druckern, wo dann die dann als Ersatz sozusagen dienen. Das heißt also, wenn oben einer ausfällt, wird der quasi einfach nur ausgestöpselt, der neue kommt rein, wird angestöpselt, druckt direkt weiter und der andere geht in die Werkstatt zur Reparatur, um dort wieder in Stand gesetzt zu werden und dann kommt er später wieder zurück als Ersatzdrucker. Und so arbeiten die quasi dort. Eine große Erleichterung ist für die jetzt, dass die MK4-Drucker alle über Prusa Connect quasi in der Cloud bedienbar sind. Das heißt also, man muss nicht extra hinlaufen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann so weit kommt, dass es nie bei der AFS, den sie auf der Formex gezeigt haben, dass dort irgendwann so ein Greifarm langfährt, der einfach das magnetische Druckpad runternimmt und aufklappt und dann abräumt. Das könnte ich mir irgendwann vorstellen, dass das soweit auch da eingeführt wird, weil dort können sie es natürlich gebrauchen. Es hat aber auf der Tour auch gehießen, dass es definitiv ein zweites Gebäude gibt, wo sie dann wahrscheinlich solche Sachen entsprechend zusammenbauen. Also das war jetzt auch nur die Produktion vom MK4 und auch natürlich die Druckfarm für die MK4 und die Prusa XL-Teile. Das heißt also die Prusa Mini-Teile, die ja auch vorhergestellt und zusammengebaut werden müssen, muss ja irgendwo anders nochmal passieren. Und die Druckfarm, die sie auf der Formex vorgestellt haben, die muss natürlich auch nochmal irgendwo entwickelt und zusammengebaut werden. Und das passiert laut deren Aussage in einem anderen Gebäude. Über uns waren dann nur nochmal 3 Bürostockwerke, das heißt also Verwaltungssupport und schätze mal Entwicklung, also sowas mit CAD-Design und so Richtung. Am Schluss durften wir uns nochmal von der Tour entsprechend so eine schöne kleine Prusa-Rolle als Schlüsselanhänger mitnehmen, die man hier so, naja, in verschiedenen Farben bekommen hat. Ich habe mir jetzt hier Orange ausgesucht. Und dann war die Tour auch leider schon zu Ende. Das war insgesamt eine gute Dreiviertelstunde, die wir uns entsprechend dort aufhalten durften und wo wir alles gucken durften, wo wir Fragen stellen durften. Und ich kann nur jedem empfehlen, der in Prag ist, geht einfach mal hin. Es ist komplett kostenlos. Ihr müsst nur vorher entsprechend eine E-Mail schreiben, dass ihr einen Termin abbuchen könnt. Die Touren finden donnerstags und freitags statt. Und es gibt Touren auf Englisch und auf Tschechisch. Leider nicht auf Deutsch, soweit ich das mitbekommen habe. Von daher müsst ihr euch, wenn ihr kein Tschechisch könnt, euch mit Englisch abfinden. Aber es ist auf jeden Fall ein Trip wert. Ihr seid da quasi im Druckerhimmel. Ich hatte natürlich noch vom Livestream aus eine große Einkaufsliste mit Materialien, die ich mitbringen wollte. Das hat leider nicht funktioniert, weil vor Ort kein Verkauf in dem Sinne stattfindet, sondern man das Ganze nur per Click and Collect, also online bestellen und vor Ort abholen kann. Das hätte aber nicht mehr geklappt, weil wir freitags morgens da waren und natürlich sonntags nachmittags schon gefahren sind. Das heißt also, da habe ich in die Röhre geguckt. Nichtsdestotrotz hätte ich die Materialien dann nochmal online bestellen, hier ins Büro liefern lassen und die dann irgendwann für euch testen. Wer das also nicht verpassen will, Kanal abonnieren und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor PCBWay und natürlich auch an meine Patreonen, die mich mittlerweile zahlreich unterstützen. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, all of the line, happy printing und ciao.